Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Stellen Sie den Kaffee wieder hin. Lassen Sie uns über etwas Wichtigeres sprechen. Wir erweitern diesmal unseren monatlichen Verkaufswettstreit. Wie Sie wissen, der erste Preis ist ein Cadillac Eldorado. Interessiert jemand der zweite Preis? 6 Steakmesser für den zweiten auf der Liste. Dritter Preis, Ihre Entlassung. Man müsste endlich aufstehen und zurückschlagen. Man müsste Ihnen richtig mal was antun. Die Hölle ist hier auf Erden? Richtig. Was kannst du tun? Ich sag dir, ich bin reif für den Strick. Ich weiß, was ich tue. Ich gehe los, beklaue die Leute bis auf die Socken und dann ab nach Argentinien. Sie halten sich für einen Dieb. Wir reden nur so. Wirklich? Wir zwei reden darüber. Wir reden über eine Idee. Wir besprechen es nicht ernsthaft. Nein. Über einen Einbruch. Über einen Einbruch? Nein. Wovor haben wir denn so viel Angst? Nur ein kleiner Schub, der fehlt. Heute Nacht oder nie. Es kommt, wie es muss. Was ist passiert? Was ist passiert? Wir hatten einen kleinen Einbruch letzte Nacht. Wo Kriminelle einfach reingehen und stehlen. Stehlen die Telefone. Sie stehlen die Telefone, sie stehlen die... Du bist der Einbrecher. Natürlich, ich bin der Einbrecher. Du warst das? Würdest du jetzt endlich verschwinden? Wieso wagen Sie es, so mit mir zu reden? Meinen Sie mich? Wenn ich mit der Polizei rede, werde ich nervös. Weißt du, wer da anders ist? Wer? Diebe. Wie ist der Name? Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Ed Harris, Alan Arkin. Im Pulitzer-Preisgewinner Glenn Gary Glenn Ross. Das sind unsere Spielregeln, Schätzchen.